Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen ETS 2 Video hier auf Alpha Logistik. Heute befinden wir uns mal im wunderschönen Austria Rebuild von SCS, also in Österreich. Und zwar mit einem Ford F-Max, mit einem Skin, der mir schon mal von irgendjemandem vorgeschlagen wurde. Vielleicht sogar von demjenigen, der den Skin erstellt hat. Und da habe ich gesagt, jo, fahre ich mal. Bin ich auch gefahren, allerdings ohne Video. Und ich habe mir gedacht, das holen wir heute einfach mal nach. Und zwar ein Skin vom M-Sport World Rally Team. Und hier kommen so ein paar Sachen. Ich bin ein Ford-Fan und ich bin ein Rally-Fan. Also passt schon mal. M-Sport ist quasi das Ford Rally Team. Ist kein Werksteam, aber naja, ist ja auch egal. Und das Ganze auch noch auf einem Ford LKW. Ich bin absolut zufrieden und ich finde den Skin echt cool. Ich fahre damit gern rum. Ich bin mit dem Truck auch schon, also jetzt nicht allzu viel, aber ja, immerhin 232 Kilometer schon gefahren. Ich bin schon einen kurzen Auftrag mal damit gefahren, habe ein paar Screenshots auf Instagram gepostet. Da könnt ihr mir gerne mal folgen. Alpha-Logistik, genauso wie es hier auch geschrieben wird, nur mit einem Unterstrich zwischen Alpha und Logistik halt. Und dann sollte das funktionieren, falls jemand von euch meine Instagram-Seite noch nicht kennen sollte. Wo wir gerade beim Thema Ford sind. Focus ST Mk 2 mit einem 5-Zylinder, cool. Und daneben Ford EcoSport, das ist das ungefähr hässlichste Auto, was sie in den letzten 10 Jahren gebaut haben. Aber gut, wir probieren uns erstmal hier rauszukommen. Und machen uns dann auf den Weg. Also wir fahren übrigens von Salzburg nach Salzburg im Austria Rebuild. Haben aber trotzdem eine Strecke von 126 Kilometern Landstraße. Und das finde ich ganz sympathisch. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das im... Der Motor von dem F-Max ist relativ laut. Ich hoffe, Punkt 1, ihr hört mich trotzdem noch. Und Punkt 2, dass man das Navi noch irgendwie hört. Aber ich glaube, also beim Navi haben wir, glaube ich, schon mal verloren. Ich hoffe aber, dass es beim Schweiz Rebuild auch so wird. Dass die Städte auch viele Außenbereiche haben, wo du mal hinfahren kannst. Und dass die Landstraßen so schön... Ich meine, guck mal, wie schön und detailliert und cool das ist. Allein hier vom Straßenverlauf und so. Das ist schon geil. Also mir gefällt das richtig gut. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Das Austria Rebuild ist, glaube ich, momentan die Stelle auf der Map, wo ich am liebsten unterwegs bin. Ich meine, klar, es gibt auch noch andere schöne Stellen auf der Map. Das Iberia-DLC ist an vielen Ecken auch sehr schön. Und auch das Road to the Black Sea-DLC. Also im Prinzip haben alle DLCs ihre schönen Stellen, bis auf vielleicht Going East. Aber das Austria Rebuild, das ist einfach ein absolutes Highlight für mich. Finde ich persönlich. Ich kann mich mit vielen Sachen so ein bisschen identifizieren, weil ich ein paar Mal in Österreich war. Aber auch, weil Österreich im Vergleich zu so einem Land wie zum Beispiel Italien oder so noch relativ ähnlich zu Deutschland funktioniert und aussieht und sowas. Und deswegen, also das passt für mich einfach. Und ich bin auch gerne auf diesen österreichischen Landstraßen hier in den Alpen unterwegs, wo wir auch mal so ein bisschen bergauf fahren und gegen den Motor anschreien müssen. Macht mir schon ziemlich viel Spaß. Ich bin hier mit einem Actros MP4 mal eine Zeit lang sehr, sehr oft rumgefahren. Ich glaube, mit dem habe ich auch ein Video gemacht. In dem Video bin ich auch woanders lang gefahren. So ein roter MP4 von Schumi. Damit bin ich hier extrem viel unterwegs gewesen. Hatte den Spaß meines Lebens. Und da bin ich wohlgemerkt, also ich fahre jetzt bestimmt schon zum 100.000. Mal das Austria Rebuild. Also bestimmt bin ich diese Strecke schon 100.000. Mal abgefahren. Und mir wird es einfach nicht langweilig. Ich finde es immer noch cool. Ich finde es immer noch schön. Und deswegen bin ich halt auch froh, dass wir mit dem Schweiz Rebuild dann ja, so ein bisschen mehr in die Richtung bekommen. Und dass sie auch jetzt immer mehr deutsche Städte überarbeiten. Vielleicht überarbeiten sie auch mal die eine oder andere deutsche Landstraße und sowas. Das wäre schon cool. Also auf die Schweiz freue ich mich. Ich hoffe auch, die kommt dieses Jahr noch. Ich gehe aber davon aus, dass die dieses Jahr noch kommt eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind. Muss dieses Jahr kommen. Und dann im nächsten Jahr vielleicht Belgien, Holland, Luxemburg, irgendwas in der Richtung. Aber Schweiz ist mir erstmal am wichtigsten. Die Schweiz und auch die weitere Überarbeitung von Deutschland mit mehr Städten, das ist mir schon ziemlich wichtig. Das will ich haben. Wobei Belgien, Holland und Luxemburg wäre einer qualitativ guten Umsetzung, das wäre natürlich auch ein Highlight. Wir gucken mal, ob wir hier ein Thumbnail machen können. Könnt ihr hier doch... Warte mal, wir warten noch, bis wir hier an dem Haus vorbeigefahren sind. Und dann könnte es hier doch Thumbnail-mäßig ganz schön aussehen. Wir haben wahrscheinlich mega viel Schatten, ne? Ja, genau, wir haben mega viel Schatten, aber den können wir ja... Zack. Das geht ja jetzt im Fotomodus, Gott sei Dank. Es sieht schon cool aus. Also der F-Max, irgendwie passt der hier hin. Irgendwie, finde ich, passt der hier sehr gut hin. Und es ist halt auch einfach eine unglaublich schöne Region, um Screenshots zu machen. Völlig egal, was du für einen Truck fährst und was du für einen Winkel für das Bild nimmst. Das Bild wird immer schön aussehen, weil die Gegend hier einfach mega schön ist. Okay, wir müssen jetzt hier tatsächlich ein bisschen aufpassen, glaube ich. Nicht, dass wir rechts irgendwie... Aber ich glaube...
Die Spiegel vom F-Max sind halt relativ schmal, deswegen sehe ich da nicht ganz so gut durch, wie ich eigentlich gern würde. Aber das hat locker gepasst. Jetzt müssen wir natürlich relativ langsam runterfahren, weil jetzt hier am Fuß von dem Berg ein Kreisel kommt. Wo wir direkt die erste Ausfahrt nehmen müssen. Drängen wir uns mal hier vor der S-Klasse vor, aber ich glaube, der ist eh rausgefahren. Und dann fahren wir, würde ich sagen, weiter Richtung Saalfeld. Mein Handy vibriert gerade, aber das ignoriere ich einfach mal gekonnt, würde ich sagen. Dann beschleunigen wir mal so ein Stückchen. Und der Ford F-Max ist echt laut, also ich hoffe, ihr hört mich noch. Der ist verdammt laut. Ich habe mir erst noch Gedanken gemacht, dass 125 Kilometer Auftakt vielleicht ein bisschen zu kurz wäre für das Video, wenn wir nach 5 Minuten durch sind. Aber dadurch, dass wir hier halt Landstraße fahren und auch mit Bergen und so, sind wir dann doch ganz gut in der Zeit. Und das Video wird schon so seine 12 Minütchen oder so lang. Will jetzt nicht ewig langer Brecher werden, aber das muss es ja auch nicht. Ich mache mir immer noch Gedanken darüber, wo die russischen Fahrzeuge in meinem KI-Verkehr herkommen. Sie müssten eigentlich aus der Southern Region kommen. Aber ich habe ja diese Hybrid Road Connection von der Roex, die ja auch die Southern Region beinhaltet. Ich glaube nicht, dass ich da die Southern Region Map einfach rausschmeißen kann. Ich kann mal gucken, ob es eine aktuellere Version gibt oder ob es jemanden mit dem Southern Region Thread gibt, der das gleiche Problem hat. Oder vielleicht kann ich auch einfach mal in eure Kommentare reingucken. Aber wie gesagt, ich nehme das hier vorab auf. Also wenn ihr das Video seht, dann weiß ich nicht. Also ich habe das Video hier vor einem Monat aufgenommen für euch. Ne? Das ist halt, schwierig. Und deswegen habt ihr mir vielleicht in den letzten Videos schon x Kommentare geschrieben, aber ich habe sie einfach noch nicht gelesen. Wegen der Zeitschleife? Ist Zeitschleife das richtige Wort? Keine Angst. Sieht auf jeden Fall immer noch extrem schön aus hier, ne? Ich würde gerne diese ganzen Feldwege hier reinfahren. Die Map wäre wahrscheinlich relativ schnell vorbei, aber wäre cool, wenn man da noch ein bisschen mehr erkunden könnte. Vielleicht mal mit einem Auto oder so. Oder hier rein in dieses Dorf, in dieses Wohngebiet. Auch das wäre schon cool. So, Innsbruck, Saalfelden und Maria Alm. Wir müssen aber, ja okay, wir können auch nur geradeaus. Rechts geht die Map nicht weiter. Der Kollege hier biegt rechts ab. Und dann beschleunigen wir, würde ich sagen, wieder mal auf die 50, die hier auch erlaubt sind. Warum ist hier eigentlich überall nur 50? Wir fahren mal 55. Hier auf der Landstraße, ich meine, es geht wieder bergab, noch bergauf. Ja genau, jetzt sind nämlich auch 70. Boah, ich muss die ganze Zeit so gehen unterdrücken tatsächlich. Also ich bin unfassbar müde. Ich nehme jetzt schon das dritte Video heute auf und ich werde eigentlich gleich auch noch ein ATS-Video aufnehmen müssen. Ich glaube, da werde ich aber zum ersten Mal seit langem mal nicht die Reformer-Map fahren, sondern werde ich einfach mal mit meinem persönlichen Lieblingstruck ein bisschen durch Kalifornien fahren, weil da habe ich noch einen angebrochenen Auftrag und den kann ich ja dann mit euch zusammen zu Ende fahren. Das passt ja dann ganz gut. Das ist jetzt, glaube ich, dieses Saalfelden, wo wir jetzt sind. Sieht übrigens unfassbar gut aus. Wenn jemand von euch das aus der Realität kennt, könnt ihr aber unten reinschreiben, ob das hinkommt. Aber ich glaube tatsächlich, dass das sogar sehr gut hinkommt. Weil es sieht schon sehr, sehr, ja, ich sag mal, einzigartig aus. Und sieht auch wirklich aus, als hätte es viele spezielle Assets, die wirklich einzig und allein hierfür gebaut worden sind. Also gefällt mir richtig gut. Also vor allem die Stadtmitte eben hat mir richtig gut gefallen. Die Stadtmitte von so einer Kleinstadt ist grundsätzlich wunderschön und das haben sie halt auch richtig gut umgesetzt. Das Gefühl haben sie auf jeden Fall gut rübergebracht. Du fühlst dich, finde ich persönlich, wirklich wie in Österreich. Die Österreicher werden mir vielleicht widersprechen, aber ich als jemand, der ein-, zweimal in Österreich war, der sieht es schon so. Und da vorne ist tatsächlich auch schon unser Ziel. Unfassbar müde bin ich heute. Also wir biegen jetzt hier einmal rechts ab. Und dann würde ich sagen, parken wir aber noch ein. Wir sind übrigens mit so einer Volvo Radladerschaufel durch die Gegend gefahren hier die ganze Zeit. Ne? Das habt ihr wahrscheinlich am Anfang schon gesehen. Bin ich jetzt gar nicht größer darauf eingegangen. Ja, komm, wir parken mal richtig ein. Wir machen uns mal die Mühe. Also ist das Video hier ja viel zu kurz. Wo bin ich jetzt gegengefahren, wenn ich fragen darf? Hier scheint irgendeine unsichtbare Wand zu sein. Hä?
Okay, gut. Okay. Ich lenke jetzt noch mal voll nach links ein. Oh, kann ich aber nicht zu sehr, weil der Trailer. Und dann fahren wir jetzt hier, würde ich sagen, einmal drumherum und parken dann rückwärts um die Ecke ein halt. Aber, hä? Was war denn das jetzt schon wieder für eine unsichtbare Mauer? Ist tatsächlich der erste Bug, den ich, glaube ich, auf dem, ich wollte gerade sagen, auf dem Austria-DLC, auf dem Austria-Rebuild gefunden habe. Weil ansonsten hatte ich hier nichts mit unsichtbaren Mauern oder sowas. Das ist schon komisch. Aber gut. Wir versuchen jetzt das Ding einmal einzuparken. Ist natürlich ewig lang, aber die Achsen hinten sind ja mitgelenkt, die letzten. Ich glaube, drei sind es oder zwei. Deswegen sollten wir den eigentlich trotzdem hier ganz gut um die Ecke bekommen. Ja, komm, das klappt doch ganz gut. Das klappt doch ganz gut. Das wird doch was. So, und dann sollte es für heute tatsächlich auch schon gewesen sein. Ich bedanke mich natürlich wie immer bei euch fürs Dabeisein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.